Genau, da ist er. Was gibt's denn hier? Wörter wie Kugeln. Meanwhile, Maximus Matanzas is dead, and I'm still stuck in this swamp. We've spilled real blood, Danny, and Marquesa doesn't even have a scratch on her. Fuck this. I'm gonna call out her bullshit right to her face. Marquesa's putting on a PR event, some kind of tour for foreign journalists. If you can get us passes, I'll give her a one-on-one performance in front of the Okay, sollen wir irgendwie Maria fangen oder so? Mal gucken. Let's fuck up Marquesa's shop. Hey. Warte, aber ich gucke ihn auch, ist gar nicht mal so weit weg. Ja. Dieses Rummetanze bei denen, die macht einen ja wuschig. Die sind halt trotz Revolution gut drauf. Du bist wahrscheinlich schon wie ein Auto, oder? Ja. Extra ein schönes für dich. Wo bist du? Draußen. Na, draußen? Du sollst an der Playstation sitzen, nicht vor der PS, nicht draußen vor der Tür rumrufen. Genau da. Halt! Und ich sitze aufs Taxi. Kannst. Naja. Ich dachte, dass er sich wie ein normaler Frage erstmal reinsetzt. Nee. Ich sage euch einmal mit Profis zocken. Ey, jetzt hast du voll den Hund erschreckt, schäm dich. Sagst du? Jetzt hast du voll den armen Hund erschreckt, schäm dich. Oh, gehen wir rum. Ich würde sagen, den Einsatz machen wir noch, dann ist Schluss für heute. Was meinst du? Mir ist ja, ich hab morgen frei. Ich auch, aber du schläfst ja jetzt schon ein. Das ist immer so, das ist so eine kleine Schwächephase. Ist klar. Ich kann sagen, sah ja aus, als wäre ich schon mal waren, wa? Ist nur einfacher haben können, wa? Ja, man muss schon mal gucken. So. Da unten. Da haben wir es. Presseausweise. So. Das war ein gutes Stück. Schnellreise momentan nicht verfügbar. Esperanza. What are you looking at? Na, auf welcher Seite steht da? Da steht das. Ah, warte, da ist noch einer zum Anquatschen. What can you tell me? Castillo's army captured one of ours. They're being held at La Divinidad Cathedral. Free the church and save our guerrilla. Appreciate it. Okay. Neues militärisches Ziel, schön. Oh, du siehst gar cool aus. Achso, ich hätte das Ziel mal noch markieren sollen. Brumm, brumm.
voll der Flitzer. Genau, machen wir mal kaputt die Dinger. Wenig? Ne, ich glaube, es ist eine von den großen. Ja. Na, wir sollen die ja, glaube ich, auch nur vom Halt! Aber... Genau. Das müsste aber bestimmt gehen. Naja, wenn sie damit nicht kaputt geht, dann geht sie nicht kaputt. Ne. Aber der schickt mich ja hier schon wieder komische Achtung Panzer. Oh oh. Das meistens nur nicht rumzicken oder so, dann geht's eigentlich. Ja, und da war gerade wieder so ein schönes Ding, was hätte gepappern können. Tja. Sag mal, wieso bist du da abgedreht? Da war doch gar nichts aus der Straße. Ich war gerade am Träumen so ein bisschen. Achso, dann bist du vorbeifahren, wa? Na, hier sagt er, hier ist Ende. Na gut. Okay. Parkplatz gefunden. Here, you're a reporter now. Felicidades. Okay. This is Talia Benavides from Urban Garden. Coño, it's good enough. Take our stuff so we don't get shot. Let's change these clothes. Wait, aren't you... Silvio Balboa, Garden City. Urban Garden. Can we move this along? Maria's waiting. Welcome, welcome, my beautiful foreign friends. Also die müssten uns auch inzwischen alle erkennen. Hör dir Marias Propagandascheiße an, dann machen wir das mal. Oh, mit dem kann ich ja sprechen. Bleiben Sie bitte bei der Kuh. 13 years ago, the brilliant biochemist Dr. Edgar Reyes discovered a compound unique to Yara that slows cancer cell growth. But it is Presidente Anton Castillo's full support that allows us to produce this all-natural drug. Come, witness a breakthrough of innovation, generosity, and true Yaren spirit. Follow me. Спасибо for the inside tour. You really make a reporter feel. Dann mal hinterher. It all starts with Nicotiana Yarana, our native tobacco plant grown in our western farmlands. Our tobacco is world famous for its unique flavor. Wondering what made it so unique, Dr. Reyes studied the plant's properties. And I don't mean he smoked a lot of cigars. He found a compound that actually slows cancer cell division practically to a halt. This way, my lovely people. Ready for the next part of our Viviro adventure? Dr. Reyes found that natural tobacco crops produce a limited amount of the compound. So, President Anton commissioned Yara's best minds to work with Dr. Reyes to design an all-natural fertilizer, PG240. Spread on, like a hairspray,
It uses gene therapy and nutrients to boost production of the compound. If you look, this tobacco has large red leaves. This is from the fertilizer. Beautiful, no? Puro, organico, exotic. No? Uh-huh. Would anyone like to spray the plants? Come, press this button. It's so much fun. Excellent, a volunteer. Na, melde ich mal freiwillig. Tut nicht. This is the beginning of the Viviro process. Using McKay to sidestep embargoes was considered quite controversial. Those critics only want to profit. You from really a scientist? From death. Of course. They see us as a threat, so they try to ruin us. We're working on a nasal spray, transdermal patches, and chewables for children. I love my work. I'm helping heal the world. Okay, closer, closer. Get intimate. I want you to hear me. In Central Yara, our finest scientists extract, refine, and package the cancer-fighting tobacco compound called Yarantin. Found only in Yaren tobacco. Dr. Reyes thinks Yarantin is why our cigars are so smooth. Delicious and beneficial, no? I smoke one cigar a week and it keeps me skinny and strong. It's true. Okay, that's the tour. Our interactive stations are now available for you to enjoy. When you are ready, join me by the gate in the outdoor lounge for a surprise guest. Okay. Unfortunately. Why should I? You look like an actor on Lágrimas Lejanas. I don't know what you're talking about. Okay. Ich hab meine Kiste geklaut. Warum bist du schon raus? Was sagst du? Warum bist du schon raus? Na, weil hier lang geht die Olle. Na, du sollst ja nicht nachlaufen. Warum nicht? Ja. Doch. Du solltest ja erstmal das Ganze angucken. Hab ich doch schon. Wie lange soll ich es mir noch angucken? Einmal mit Profis zocken. So, Wartungsschlüssel. And this ends our tour. But before we go, a surprise. Meet Dr. Edgar Reyes, the pioneer behind Viviro. Dr. Reyes, thank you so much for making an appearance. Ah, muy bien. Okay, everyone. Enjoy the showroom and some of our finest Yaren rum. This is a preview of other Viviro products we are developing. Chewables, nasal sprays, vaginal suppositories. Vaginalzäpfchen. Wollte ich schon immer mal ausprobieren. Ja. Peek away. If you have questions, please email my assistant, Julio. Ah. Come now, Dr. Reyes. We don't want to be late. Neither do we. Let's get in there. I told Bijo to leave our weapons back here. I hope you're ready to fuck shit up. So, what now? Take it as it comes. We got this. Stay on your toes. André, immer stehst du im Weg.
Naja, die stimmen da so rein. Das läuft doch. Oh, don't shoot. I'm just a scientist. Bitches leave. Pavora. Klar, damit die jetzt Verstecken rufen können oder was? True Yarens, welcome. We have a special program for you today. Maria Puta Marquesa, Minister of Culture, Uncle Anton's personal whore. You're also director to the True Yarn Academy, no? Where you fry people's brains to make sure they play nice? Like you did to me, right, Maria? What? Don't play dumb, bitch! Thalia, put the gun down. She's not worth it. You. You attacked my home. You put your filth on my network. You have any idea the embarrassment I had to endure because of your disgusting performance? I have given everything I am to be here. You think you can take that away from me? My academy was built to save fake Yarens like you and that muddy macho you spread your perversions with. And where is she? Does she not approve of you playing with guns? Ui. Naja, das ist aber schlechte Werbung für die Revolution. Come on, let's go! Let's go! What happened? Get the fuck out of here! Naja. Was soll man da Schweizer sagen? Käse. Jetzt wird Opa aber böse. Papa. Auch wenn er aussieht wie Opa. Jetzt kommt always look at the side bright of life. Ganz bestimmt. So ein Rotzlied bringen die hier bestimmt nicht. Okay, oh, erstmal den guten rausgeholt. Er wirkt ein bisschen älter. Your mother is
Okay, also war sie ja doch die Mutter. Siehste. Okay, Einsatz abgeschlossen. Wörter wie Kugeln.